Herr Landesrat, es gab einige Aufregung über eine Studie, die besagt, dass islamische Religionslehrer teilweise sehr fanatisch sein sollen. Wie sieht es aus Ihrer Sicht in Vorarlberg aus? Ja, zunächst einmal, ich habe das natürlich auch gelesen. Die Dissertation ist mir vom Inhalt her noch nicht bekannt, aber die wichtigsten Ergebnisse sollen ja sein, dass ein erschreckender Prozentsatz von islamischen Religionslehrern mit der Demokratie Probleme hat und auch mit den Menschenrechten und anderen Dingen. Bei uns in Vorarlberg ist das so, dass wir keine besonderen Auffälligkeiten derzeit feststellen können. Es ist aber auch genauso klar, dass wir natürlich demokratiefeindliche oder fundamentalistische Handlungen oder Äußerungen in keinster Weise akzeptieren können, dass wir darauf schauen, dass der islamische Religionsunterricht natürlich wie vorgeschrieben in der Unterrichtssprache Deutsch erfolgt, und sollten hier irgendwelche Auffälligkeiten festzustellen sein, dann wird man ganz entschlossen hier natürlich vorgehen. Wird jetzt von Seiten des Landesschulrates da den Religionslehrern etwas genauer auf die Finger geschaut? Nein, so kann man das nicht formulieren. Ich habe schon länger die Anweisung gegeben, dass die Schulaufsichtsorgane natürlich entsprechend dazu schauen, dass alles ordnungsgemäß abgewickelt wird. Das geschieht bei uns schon und es sind diesbezüglich keine besonderen Auffälligkeiten feststellbar. Ich kann nur noch einmal wiederholen, die Schulaufsichtsorgane sind von mir angewiesen. Wenn hier irgendwelche solche Auffälligkeiten da sein sollen, dann wird man mit allen gebotenen Mitteln dagegen vorgehen.